Hier ist wieder Blame Brown heute mit einer neuen PPFGV-Folge. Also Blame Browns Fahrzeuggenerationenvergleich. Heute mit dem Mazda MX-5ND. Nach NA, nach NB und nach dem NC haben wir jetzt den ND endlich erreicht. Den 2016er Mazda MX-5. Um eine kleine Sache zu sagen, es ist nicht das Topmodell der ND-Reihe. Das Topmodell kam jetzt deutlich später, wesentlich später. Aber ich sag mal ein bisschen mal die technischen Daten, was wir hier haben. Wir haben ein Mazda ND, also Mazda MX-5 aus dem Jahre 2016. Wenn wir uns jetzt nur die Motorvarianten, die bis 2006, für den 2016er Modell verfügbar waren, jetzt nur anschauen, dann ist erstmal die Motorenpalette erstmal kleiner. Also einfacher zu übersehen und leichter anzuschauen. So, wir gucken mal. Und wir haben einen 2-Liter Motor mit 118 kW, also umgerechnet 160 PS, der mit 200 Newtonmeter auf die Hinterachse bringt. Dementsprechend haben wir ein 6-Gang-Schaltgetriebe, also sehr sportlich, und von 0 auf 100 sprintet der Wagen in 7,3 Sekunden. Topspeed ist bei 214 km/h. Schluss. Ja, und der Wagen wiegt 1015 Kilogramm. Also auch ein schönes Leichtgewicht. Wir haben den sogenannten 2-Liter Skyactiv G160 Motor. Skyactiv, es sind Motoren, also kann es euch auch erklären, das braucht auch nicht mal der Technikblend erklären, der ist halt für spezielle Sachen manchmal auch zuständig. Dieser Motor hat eine höhere Verdichtung. Wir haben eine 14:1 Verdichtung und Multenkolben, also wir haben schon eine höhere Verdichtung. Mehr Lochinjektoren und drei, und ja, also einige neue Sachen. Wir haben noch keinen Skyactiv X Motor, den gibt es noch nicht für den Wagen, also für den MX-5. Die späteren Modelle des MX-5 ND nennen sich RF, und die RF Modelle haben dann einen noch stärkeren Motor an der Haube, und der leistet 184 PS. Haben 205 Newtonmeter Drehmoment, auch ein 6-Gang-Getriebe. Topspeed liegt bei 220 km/h und schaffen den Sprint von 0 auf 100 in 6,8 Sekunden. Ja, RF, das sind die Targa-Versionen, also das sind die Targa-Modelle. Wir haben hier noch einen kleinen MX-5 vor uns. Und ja, wir werden uns schon damit viel Spaß haben, ja. Sehr viel Spaß, weil Mazda ist wieder zurückgegangen zu den Grundwurzeln. Weniger Gewicht, weniger das, weniger ist mehr. Und dementsprechend ist weniger sehr viel mehr. Und es gibt ein paar Sachen. Es gibt ein Auto, der auch mit dem Bau gleich ist. Und wir haben den nicht hier im Spiel. Den haben wir im Vorgängerteil gehabt. Den Abarth. Ja, die Abarth-Variante mit Turbomotor halt. Den haben wir nicht im Spiel, aber ich hoffe, den wir dann bald im Spiel haben werden wieder, hoffentlich, weil der müsste aber hier auch dazu gehören, weil ohne mit dem MX-5 und dann mit dem Abarth, das ist so ein paar, die gehören eigentlich beide in einem Spiel zusammen. Aber es finden schon schön, und ja, ich wollte jetzt nicht lange schwatzen, wir fahren jetzt auf die Teststreckenrunde, dementsprechend nutzen wir die Zeit. Nutzen wir die Zeit, auf die Teststrecke zu fahren. Und ja. Ja, und dementsprechend schauen wir mal. Ja, kreativ ab. Das. Heißer Sommer. Es wird heiß. Dementsprechend haben wir auch eine gute Gewichtsverteilung von 50-50. Also. Sind wir auf unserer Teststrecke und jetzt geht's los. Wir haben hier einen quirligen Vierzylinder-Saugermotor.
Ein Motor, den ich eigentlich so, wie ich ihn liebe. Ein Motor, ein Vierzylinder-Sauger, und den man schön hochdrehen kann. Aber nicht so wie bei Honda. Bei Honda kann man den noch höher drehen. Dementsprechend muss der MX-540 mal ein bisschen Begeisterung mal sorgen. Der Motor hat auch einen ganz eigenen Sound hier. Ich finde den Sound schon interessant. Aber Mazda MX-5, da werden den Wagen ja schön kennen. Und jetzt ist ein Cabrio, wo wir aber im Spiel noch nicht das Dach aus- oder zumachen können. Mal in der Open World, schade. Die sollen ja aber an einigen Fahrten das hinzufügen. Also bin ich mal gespannt, ob das auch bald kriegt. Jetzt habe ich es völlig verkackt. Ich glaube, die Runde, wo ich sehr lang quer gestanden bin und wo ich es auch reinfahren konnte, die wäre jetzt richtig schnell.
So, und dementsprechend schauen wir auf die Rundenzeit. Ja, ich habe gesagt, wenn ich glaube, ich den Quest eher jetzt nicht vor dem Ziel hätte, wäre es sogar schneller, aber dementsprechend haben wir eine Minute. 8:09:42. Ja, der Wagen fuhr sich sehr, sehr sportlich und spaßig um die Kurven. Also da habe ich mal mit dem Querfahren ein bisschen Spaß gehabt. Dementsprechend gehen wir jetzt weiter und schauen mal, wie er sich so in anderen Gefilden sich verhält, im Highspeed-Bereich. War ein Speed-Monster ist der Wagen ja halt gar nicht eigentlich, aber trotzdem, er muss heute ein bisschen Speed fahren, auch wenn es nur 215 sind. Im fünften. Ja, wir haben sechs Ganggetriebe und ich glaube, der sechste Gang ist wieder zum Spritsparen da. Dementsprechend tue ich meine Erwartungen sinken. Der Wagen wird wahrscheinlich 2,15 packen können. Dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt. Ja, wird jetzt auch immer interessanter. Wir bekommen ja auch neue Carpass-Fahrzeuge. Jetzt mal zum anderen Thema. Und da ist wieder so ein Kompaktwagen, den ich jetzt wieder so gern fahre. Ein Hot Hatch dabei. Ein Super Hot Hatch. Mini John Cooper Works GP, also neuerer GP. Den neuen, glaube ich, das ist der neue Mini Cooper GP. Der John Cooper Works GP, also der neue GP, den würde ich jetzt auch gern bald fahren auf der Teststrecke, weil das wieder ein typischer Fronttriebler ist. Wo ich mal wissen will, wie schnell sind jetzt gute aktuelle Fronttriebler geworden, weil ganz vorne bei den Frontliefern ist der Renault Megane S, der ganz aktuelle. Der hat ja bewiesen, dass er eine sehr, sehr schnelle Runde um die Kurven machen konnte. Also der hat sich schon verändert. Und beweist, dass er mit seinem Vorgänger, mit seinem Vorvorgänger mithalten kann und sogar überflügeln kann. So, fünfter Gang. Wir fahren sogar eine höhere Höchstgeschwindigkeit, kann der Wagen fahren. Also 2,15 glaube ich von der Drehzahl her, bis keine Leistung mehr kommt. Aber der Motor klingt trotzdem geil. Ja. Also 215 kann ich ihn abnehmen. Ja, du hast wirklich deutlich stärkere Fahrzeuge hier überholen. Der Wagen hat wenig Power, aber sein Handling macht es weg. Wett, ein gutes Handling. Und dementsprechend sind wir auch schnell unterwegs. Aber wir fahren schon hohe Kurvengeschwindigkeiten. Das wird ja. Ja, und ich soll mal die Straße im Auge behalten. Ja, jetzt kommt der Evo hinter mir wieder ran. Durchs Ziel sind wir gekommen und ja, muss ich schon sagen, schnell durchs Ziel. Sehr schnell.
Und ja, die Kurvenfahren haben jetzt ein bisschen Spaß gemacht und ja. Bin halt am Überlegen, ja, nee, den Kolossus. Ja, ist, da komme ich wieder mit dem Thema Kolossus. Soll ich den fahren? Wie lange ist er denn? Wir machen das sehr selten, den Kolossus mal in Let's Play zu fahren. Wir haben ja das im Live-Let's Play mal gefahren, den Kolossus. Und ja. Nee, das ist ja ein sehr langer. Es liegt daran, weil das ein sehr langer Sprint ist. Und früher war der Kolossus sehr kurz und jetzt ist er sehr lang. Also bin ich schon fast mit dem Marathon. Wenn der Marathon auch schon eine gewisse Länge hat. Wie lang ist der Marathon? Wir haben ja heute mal Zeit, wir können heute mal einen Marathon fahren. Aber heute mal in einer mal normalen Let's Play-Folge haben wir die nie gefahren, die Strecken. Es ist halt die Strecke, ja. Leute, wir fahren heute mal den Marathon. Wir fahren heute den Marathon. Im zähen Zustand dieses Fahrzeugs halt, also wann wir das mal machen, weiß nicht. Aber es soll ja auch mal ein Let's Play sein, wo wir mal den Marathon wieder auch in Ruhe angucken können, mit einem langsameren Wagen. Weil ich habe ja den. Der Kolossus halt in Horizon 4 war kurz, aber schnell. Um die 10 Kilometer, glaube ich. Und der ist jetzt halt 30 Kilo, 20 Kilometer länger. Ich bin ja halt, das ist so eine große Strecke, aber diese große Strecke hatte so einen schönen Top-Speed-Anteil, wo man sehr gut überprüfen konnte, wie gut er Highspeed-mäßig der Wagen fahren kann. Und wir haben jetzt kaum so eine Strecke wie der Marathon. Kolossus, also muss heute der Marathon herhalten. Wir beweisen dem Skyline, dass wir besser auch vom Fleck kommen. Und schauen wir mal, ob wir hier den Marathon heute fahren. Also, heute wenig Rennen, aber heute interessante Action. Und den Marathon habe ich sehr selten gefahren. Jetzt muss ich mal wieder auf das fahren. Das ist mein Gedanke auch. Und heute mal ist es mal Pflicht, mal zu fahren. Weil wir auch einen Autobahnanteil wahrscheinlich gleich haben. Da können wir den Highspeed-Test auch auf den Autobahn machen. Wir haben schon 5%. Also will mal schauen, wie schnell das mit normalen, ungetunten Fahrzeug geht. Also mit dieser Leistungskategorie. Da sind einige Fahrzeuge in der selben Leistungsklasse. Wir können gut mithalten. Wir halten sogar mit dem Porsche Carrera mit. Gut, aber wir sind ja nicht auf Experte, also auf Schlafer, sondern auf Experte. Also Geschwindigkeitsgrad her. Jetzt müssen wir schalten. Das war jetzt knapp. Evo müssen wir hier überbrücken. Das war jetzt Kurvenfahren extrem. Uah.
gerade so noch gerettet. Ja, jetzt will die Power. Ja, da fährt sich trotzdem mit sehr leistungsvoll sportlich. Wow. Na, jetzt geht's zügiger voran. Bergab. Jetzt will mal wissen, wie viele Runden soll hier fahren, dass ich auch hier aus mal den die Strecke mal fahre. Ah! Die Bremsen sind gut von dem Wagen, aber ich fahre ja ohne Fahrhilfen. Da kommen die aber sehr schnell in Lockup, also die Räder blockieren irgendwann schnell, wenn man so ein bisschen zu weit stark auf die Bremse tritt. Dann blockieren die Räder und ich hatte eben das Problem jetzt eben. Jetzt muss der Wagen schieb. Los. Zack. Ja, jetzt werden wir schon bei Horizon 4 schon fertig mit dem Rennen. Bei Horizon 4. Ja, sind wir noch unterwegs. Aber es muss schon sagen, er schafft aus eigener Kraft die 215 und ein bisschen mehr noch. Jetzt können wir, glaube ich, gleich schalten. Aber was will das Schalten mir noch ersparen? Jetzt muss ich bremsen. Das war jetzt blockierende Bremsen, blockierende Räder. Ich konnte nicht kaum noch lenken. Aber man merkt, ich habe die Strecke sehr wenig gefahren, aber trotzdem, ich will versuchen, schon mal ein richtiges Limit zu kriegen mit dem Wagen. Ah, das war knapp. Jetzt wieder schnell in die Kurve. So, jetzt brauchen wir Power. Jetzt. Auf der Autobahn. Ja, es geht jetzt bergab ein bisschen, aber es geht gleich bergauf. Jetzt wird Power gefragt. Ja, es geht bergauf. Der BMW hat einfach nur mehr Power und mehr Hubraum. Aber wir setzen uns jetzt im Windschatten einfach. Wir müssten in den sechsten strategisches fahren. Ja, wir kommen jetzt hier an die 2, rollt sich an und da dreht sich ein Käfer. Fahren richtig schnell.
holen den BMW wieder ein, der uns auf den Geraden überholt hat. Dann kommen sind wir die Stärkeren. Also so viel hoch und runter schalten musste ich jetzt bislang jetzt noch nicht. Ja, wir kommen gleich ans Ziel. Wow. Ein kleines Ausflug ins Grüne. Käfer? Kleiner Heckschwenker. Aber man kann schön angenehm, wenn man quer steht, wenn er leicht quer steht, auch schön kontrollieren den Quersteher. Ja, jetzt geht's bergauf, jetzt fehlt ein bisschen Power. Aber es wird gleich eben sein, auf einer ebenen Fahrbahn, auf der Brücke, und dann ist Power wieder nicht so wichtig. Jetzt wird es eben, jetzt können wir deutlich beschleunigen. Dementsprechend schauen wir jetzt uns die Testtabelle an, also Teststreckenzeit an, jetzt auf unserer Tabelle. Dementsprechend schalten wir jetzt um auf unsere Tabelle. Also bis gleich. Ich habe mal gewonnen, ausnahmsweise. Und wir schauen. Nein. Auf unsere Rundenzeit-Tabelle. Wo er steht. Mit einer 1 Minute 809. Also es hat wieder die ganz hinten die Zahl, die will ich nicht weiter fortführen. Ist er sehr schnell, der ND aus dem Jahr 2016. Hab ja extra 2016 auch angeschrieben. Und wir schauen mal, wo er sich so die anderen MX-5-Modelle, der NB, ja, 1 Minute 12. Wenn wir halt ein bisschen irgendwo uns hingucken. Der NB ist ja schon sehr nah dran, wo wir den NC finden. Vor D kommt noch C. Und das C, wir den. Ein bisschen aus Versehen ausgeworfen. Da unten. Wir haben quasi bei gleicher Leistung fast schon sozusagen gegenüber den NC fast über eine Sekunde sind wir deutlich schneller.
Nur mit kleinen Optimierungen und einer ganz anderen Leistungsindex haben wir ja auch. Und der NB, der B wies es ja, dass man mit dem Turbomotor auch sehr weit kommt. Und der ND hat einfach nur gezeigt, dass auch ein Saugmotor noch richtig Sportlichkeit rausholen kann. Also wir sind von der Leistung schon sehr, sehr sportlich unterwegs. Sogar ein Renault Clio kann nicht so ganz mithalten mit 200 PS. Also wenn wir jetzt schon unglaublich, Mini John Cooper Works ist in dem Bereich, Audi S1, der ist auch in dieser Leistung zu runden Zeiten. Und wenn wir halt den Mini John Cooper Works hier sehen, John Cooper Works, sind wir auch sehr nah dran. Also, wir sind sehr schnell unterwegs. Dementsprechend verabschiede ich mich, sag tschüss, sage dann mal bis Samstag sehen wir uns wieder. Let's Play und ein Livestream. Und sag tschüss. Wir sehen uns, ja, habe ich ja gesagt, und habt noch einen schönen Restwochenende. Und sag jetzt tschüss.